Meine lieben Zuschauer, die ukrainische Kursk-Offensive läuft. Kiews Truppen scheinen an immer mehr Frontabschnitten auf russisches Gebiet durchzubrechen. Und ich denke, ich muss euch erstmal mit einer Aussage schocken, die ihr so aus meinem Munde wohl nicht erwartet hättet. Heute werde ich nämlich den russischen Generalstabschef Gerassimow in Schutz nehmen müssen. Im ersten Teil meiner Kursk-Reihe habe ich ja hervorgehoben, dass einer der größten Erfolge der Ukrainer im Rahmen dieses Feldzugs schon allein darin besteht, dass sie eine derart große und gut vorbereitete Operation so gut geheim halten konnten, womit sie das bisher geltende Paradigma des absolut transparenten Schlachtfelds aufgrund der allgegenwärtigen Aufklärungsdrohnen überwunden und somit die seit 2 Jahren herrschende Pattsituation endlich aufgebrochen hätten. Außerdem habe ich dort auch erwähnt, dass Gerassimow ja vorgeworfen wird, alle Warnungen seines Geheimdienstes vor dem ukrainischen Angriff und alle Anzeichen des Zusammenzugs feindlicher Truppen bei Sumy in den Wind geschlagen zu haben. 11. August 2024. Putin ersetzt Gerassimow durch FSB-Chef Bortnikow bei Kursk-Operation. Wladimir Putin hat entschieden, dass die Operation zur Vertreibung der Ukrainer aus der Region Kursk nicht von Generalstabschef Valery Gerassimow, sondern von FSB-Chef Alexander Bortnikow, auch bekannt als Putins Nachfolger, geleitet wird. Das ISW erklärt, dass die Ernennung von Bortnikow zum Oberbefehlshaber der Antiterroroperation darauf hindeutet, dass Putin unzufrieden damit war, wie die russische Militärführung die Situation in der Region Kursk gehandhabt hat. Am Vortag hatte der Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte Valery Gerassimow Putin bei seinem Bericht über die Lage in der Region Kursk belogen. Aber was wäre, wenn der springende Punkt, der wirklich kriegsentscheidende Faktor, der sich nun ergeben hat, gar nicht die demonstrierte OPSEC-Überlegenheit der Ukrainer oder die angebliche Ignoranz Gerassimows ist? Was, wenn er durchaus verständliche Gründe hatte, die Warnungen zu ignorieren? Denn was würdet ihr dazu sagen, wenn ich euch verrate, dass eigentlich alles noch viel schlimmer für Russland ist? Dass Gerassimow im Grunde genommen nämlich gar keine reale Chance hatte, dem Vorstoß der Ukrainer zuvorzukommen. Und mehr noch, dass die Chancen der Russen, ähnliche Angriffe zu vereiteln und abzuwehren, in Zukunft immer stärker abnehmen werden. Denn was ist eurer Meinung nach schrecklicher für ein Land, das sich im Krieg befindet? Ahnungslosigkeit bzw. Ignoranz oder wahrhaftige Hilflosigkeit? Also eigentlich Bescheid zu wissen und dabei auch noch zusehen zu müssen, wie der Feind euch zerpflückt, aber nichts dagegen tun zu können, weil einfach die Mittel dazu fehlen. In der Tat hat sich Russland mittlerweile genau in diese sehr ungünstige Position manövriert. Und am Ende dieses Videos werdet ihr all die bisher gut verborgenen Gründe verstehen, wieso es mit der Zeit immer bitterer für sie werden wird. Kurz nachdem ich die Aufnahme dieses Videos in der Nacht zum Sonntag abgeschlossen hatte, kamen Meldungen über einen weiteren unabhängigen ukrainischen Einbruch in die Region Kursk weiter südlich in Richtung Belgorod, mit dem die Ukrainer die Russen ein zweites Mal überrascht haben. 12. August 2024. Russland ordnet angesichts der ukrainischen Offensive Evakuierungen im Grenzgebiet von Belgorod an. Russland hat am Montag Teile einer weiteren Region an der Grenze zur Ukraine evakuiert, nachdem Kiew nur wenige Tage nach dem größten Einbruch in russisches Territorium seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 seine militärischen Aktivitäten an der Grenze drastisch erhöht. Und es war mir eine besondere Genugtuung, dass sich die Prognose zur ukrainischen Strategie, über die ich in diesem Video spreche, so schnell bestätigt hat. Dabei handelt es sich zunächst nur um eine klassische Lehrbuchtaktik zur Eliminierung feindlicher Einheiten an einer Verteidigungslinie, in dem die Tatsache ausgenutzt wird, dass sich diese natürlich darauf konzentrieren, den Vorstoß des Angreifers schnellstmöglich zu stoppen, was jedoch zur Ausdünnung der Verteidigerdichte an einer anderen Stelle der Front führen kann. Ein zweiter Vorstoß kann daher anschließend an dieser Schwäche verteidigt Stelle erfolgen, um dann einen zeitversetzten Zangenangriff auf die Verteidiger durchzuführen, die noch damit beschäftigt sind, den ersten Einbruch zu blocken. Mit diesem Manöver kann die Einkesselung der verteidigenden Einheiten gelingen, sodass diese aufgerieben oder gefangen genommen werden können. Aber keine Angst, im heutigen Video geht es nicht nur um eine uralte, wenn auch bewährte Taktik, mit der schon die Athener in der Schlacht bei Marathon 490 v. Chr. Das viel größere Perserheer besiegten. Es geht vielmehr um die umfassende Strategie der Ukraine, in der sie nur eines von unzähligen klugen Details darstellt.
Aber all das und wieso hier gerade jetzt ein für die Russen unglaublich gefährliches Muster entsteht, werde ich wie gesagt im Laufe dieses Videos auflösen. Das Kreml-Regime hat sich bisher voll darauf verlassen, dass die Eskalationsmanager in Washington die Ukraine nur mit einer hinter dem Rücken angebundenen Hand kämpfen lassen und muss nun mit ansehen, dass diese Rechnung immer weniger aufgeht. Ja, sie geradezu zu einer Falle geworden ist. Mehr noch, mittlerweile scheint sich das Kreml-Regime sogar an einem Punkt zu befinden, an dem es sich gegen die Ukraine nicht mehr eigenständig verteidigen kann. Okay, ihr denkt jetzt, ich sei übergeschnappt, nicht wahr? Nun, vielleicht könnt ihr ja wenigstens, nachdem ihr den ersten Teil dieses Videos gesehen habt, eine ganz bestimmte Meldung, die ihr sicher vor 2 Wochen mitbekommen habt, etwas besser einordnen. 26. Juli 2024. Ein mysteriöses Vorhaben führt zu einem seltenen Anruf aus Russland beim Pentagon. Die Russen hatten eine verdeckte ukrainische Operation gegen Russland aufgedeckt, von der sie glaubten, dass sie den Segen der Amerikaner habe. Der russische Verteidigungsminister Belousov fragte daraufhin seinen US-Kollegen Austin, ob das Pentagon von diesem Plan wisse und von seinem Potenzial, die Spannungen zwischen Moskau und Washington zu verschärfen. Beamte des Pentagons waren von den Anschuldigungen überrascht und wussten nichts von einer solchen Verschwörung. Aber was auch immer Herr Belousov aufgedeckt hatte, es wurde so ernst genommen, dass die Amerikaner die Ukrainer kontaktierten und ihnen sagten, dass sie, falls sie daran denken würden, so etwas zu tun, es lassen sollen. Natürlich kann man nun diesen einen Vorfall, bei dem sich der Verteidigungsminister der angeblich allmächtigen Russischen Föderation genötigt sah, bei seinem Erzfeind in Washington anzurufen, um ihn darum zu bitten, sein Land vor den Ukrainern zu schützen, nur als singuläre Anekdote abtun. Und in der Tat ist diese Meldung nicht mehr als ein Indiz, sie stellt noch keinerlei Beweis dar für die immer schneller wachsende systemisch bedingte Hilflosigkeit des Kreml-Regimes, die es übrigens immer mehr zur Handlungsunfähigkeit oder purem, ja selbstschädigendem Aktionismus ohne strategischen Wert verurteilt. Aber keine Angst, diesen Beweis werde ich euch im heutigen Video liefern. Also schnallt euch an, wir legen sofort los nach der wichtigen Botschaft des Sponsors, der das heutige Video erst möglich gemacht hat, Emma. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich mir schon vor einiger Zeit ein tolles Boxspringbett von Emma bestellt und schlafe darin seitdem wie ein Baby. Da ich so zufrieden war, sowohl mit dem ganzen Bett als auch der Matratze und vor ein paar Wochen besondere Gäste erwartete, wollte ich ihnen etwas Gutes tun und habe auch eine neue Matratze für mein Gästezimmer besorgt. Die Emma Premium 25 Hybrid. Ihr Fazit, sie hätten bei mir besser geschlafen als daheim. Na, sowas will man doch hören als Gastgeber, oder? Aber es ist eben auch kein Wunder. Der Aufbau der Premium 25 Hybrid basiert auf den neuesten orthopädischen Erkenntnissen, intensiver Recherche und erlesenen Materialien. Die Kombination aus innovativer punktueller Federkerntechnologie mit hochqualitativem stützendem Emma Premium Schaum minimiert den Bewegungstransfer, bietet hervorragende Körperunterstützung an den richtigen Stellen und maximale Atemaktivität durch zusätzliche innovative Airflow-Kanäle. Und damit sorgt sie für wirklich erholsamen Schlaf und dadurch mehr Energie am Tag danach. Nicht umsonst hat sie die Stiftung Warentest zum Haltbarkeitssieger mit der Note 1,8 erkoren. Neben kompletten Betten und Matratzen bietet Emma aber auch super Bettwäsche, die Premium-Gewitzdecke und Elite-Kissen für die ultimative Temperaturregulierung, was ja gerade jetzt in den heißen Sommernächten wichtig ist. Mit Emma muss man nun nicht mehr das Kissen immer wieder auf die kühle Seite drehen. Viele Matratzen können in der Plus-Version gekauft werden, welche einen temperaturregulierenden und atmungsaktiven Bezug haben und so einen erholsamen Schlaf trotz ansteigender Temperaturen ermöglichen. Und das Beste, bis zum 1.9. sind viele dieser Produkte um bis zu 50% reduziert. Und mit meinem Rabattcode MARKSLEEP bekommt ihr nochmal 5% on top. Tja, bis zu 55% weniger zahlen für qualitativ derart hochwertige Betten und Matratzen, das gibt's nicht alle Tage. Das Ganze ist auch vollkommen risikofrei, denn auf den Emma-Produkten kannst du bis zu 100 Tage Probe schlafen und dich erst dann entscheiden. Also lass dir die einmalige Gelegenheit mit meinem Rabattcode MARKSLEEP nicht entgehen und bring auch du dein Schlafzimmer jetzt mit dem fabelhaften Sale von Emma auf Vordermann. Ob mit einem Bett, einer neuen Matratze, Kissen, Decken oder vielen anderen praktischen Dingen, die deinen Schlaf verbessern werden. Ich wünsche dir jede Menge erholsamen Schlafs mit Emma. Der Krieg endet sofort, wenn einfach nichts mehr rundlaufen kann. Ich gebe ja nur ungern Intimes preis, aber eine Sache wisst ihr ja vielleicht schon. Ich habe eine gewisse Schwäche für Paletten und Gabelstapler. Nun ja, deren Vorzüge dürfte wohl jeder kennen, der sich mal als Häuslebauer betätigen durfte.
Außerdem habt ihr alle sicher schon mein Video über die gewollten Beschränkungen der russischen Armeelogistik gesehen, in dem ich euch erkläre, wieso Putin seinen Soldaten verboten hat, sowohl Paletten- und Gabelstapler als auch LKW-Anhänger zu nutzen. Damals habe ich euch gezeigt, welche Folgen dies allgemein hat. Und natürlich wird sich dies auch jetzt nachteilig auswirken, wenn es darum geht, schnell Verstärkung in großer Zahl nach Kursk zu bringen. Allerdings ist dies bei weitem nicht das größte Problem der Russen. Es gibt da nämlich noch eine weitere, vollkommen unscheinbare Schlüsselkomponente der Logistik, die gerade jetzt unser besonderes Augenmerk verdient. Der Mann auf diesem Bild heißt Friedrich Fischer und er hat das hier erfunden. Naja, eigentlich hat er dazu auch das hier erfunden. Ganz genau, das ist ein Wälzlager, umgangssprachlich auch Kugellager genannt. Ohne Wälzlager dreht sich kein Rad, kein Rotor und keine Antriebswelle. Aber das wisst ihr ja sicher schon. Na, wer von euch hätte gedacht, dass mein Video über die Kursk-Offensive diesen plötzlichen Plottwist zum Maschinenbau nimmt? Vor allem wird es nicht der einzige Plottwist in diesem Video bleiben, der ganz dicke kommt am Ende. Aber um ihn zu verstehen, müsst ihr euch erstmal meine kleine Maschinenbauvorlesung anhören. Aber keine Angst, es wird keineswegs langweilig werden, denn jetzt kommt, Gottwin sei Dank, wieder Albert Speer ins Spiel und das unterfränkische Schweinfurt. Dort gründete besagter Friedrich Fischer nämlich seine Firma, die später FAG Kugelfischer heißen sollte und in Deutschland quasi ein Monopol für die Herstellung von Wälzlagern und der dafür notwendigen, in Hochpräzision gefertigten Kugeln aufbaute. Alle Räder stehen nun mal still, wenn Schweinfurt es so will, war das Motto damals. Und laut Albert Speer wäre beim Ausfall der Schweinfurter Industrie der Zweite Weltkrieg in 2 Monaten zu Ende gewesen, weshalb die Stadt damals die beste Luftverteidigung Deutschlands besaß. In der Tat gab es wohl kein anderes Ziel der alliierten Bomber, für das sie mehr Risiken in Kauf genommen hätten als Schweinfurt. Beim ersten Angriff auf die Industriestadt am 17. August 1943 wagte sich die US Air Force im Rahmen der Operation Double Strike in eine von den britischen Inseln weit entfernte Zone und sie erlitten bereits sehr große Verluste dabei. Der zweite Großangriff am 14. Oktober 1943 führte sie dann in die größte Luftniederlage ihrer Geschichte und wurde aufgrund der 600 Todesopfer unter den Bomberbesatzungen zum Black Thursday erklärt. Etwa doppelt so viele Opfer forderte das Bombardement unter der Schweinfurter Zivilbevölkerung. Im Rahmen von sage und schreibe 22 Luftangriffen wurden die Stadt zu 40% und das Industriegebiet zu 80% zerstört. Ja, aber jetzt, wo wir das alles wissen, müssen wir uns die Frage stellen, wäre es denn nicht auch heute gut, wenn die Ukraine nicht nur russische Raffinerien angreifen würde, sondern auch Kugelfabriken? Nun, zum einen ist das natürlich nicht so einfach, denn die explodieren ja nicht so gut wie Crackertürme. Aber zum anderen ist das im Grunde gar nicht notwendig. Bisher hat Russland den Großteil seiner hochwertigen Wälzlager von westlichen Herstellern importiert. Im Jahr 2020 importierte Russland beispielsweise Kugellager im Wert von 419 Millionen Dollar, von denen rund 55% aus Europa und Nordamerika stammten. Deutschland war Russlands größter Handelspartner, auf den 17% der Gesamteinfuhren in diesem Jahr entfielen. Auch in den russischen Wälzlagerwerken erfolgt meist nur die Endmontage der im westlichen Ausland gefertigten Präzisionsteile, da sich nur dort die Hightech-Maschinen für deren Fertigung befinden. Wälzlagerhersteller SKF beendet seine Aktivitäten in Russland. Dieses Unternehmen ist einer von 3 ausländischen Herstellern von Wälzlagern für moderne Güterwaggons in Russland. Alle von ihnen haben den russischen Markt verlassen. Die Produktion moderner Eisenbahnwaggons ist ohne diese Komponenten nicht möglich. Zwar werden die Fabriken weiterhin von ihrem russischen Management weiterbetrieben, allerdings stellt sich nach der Kappung von den Mutterkonzernen, deren Expertise und Lieferketten wohl in zunehmendem Maße fehlen, die Frage, auf welchem Level die Qualität der Produkte beibehalten werden kann. Ein ähnliches Problem scheint es übrigens auch mit chinesischen Ersatzprodukten zu geben. Aber je mieser ihre Qualität, desto schneller verschleißen Wälzlager nun mal. Irgendwann kommt es dann zu einem Wartungsstau, der die Kapazität der gesamten Infrastruktur immer stärker limitiert, bis es zu deren Kollaps kommen kann. Tja, und einige Quellen bzw. ein abgefangenes Telefonat des stellvertretenden Chefs der russischen Eisenbahn sprechen davon, dass dieser Zeitpunkt ausgerechnet jetzt gekommen sein könnte.
Wir sind 4 Tage entfernt von einem kompletten Zusammenbruch des Eisenbahnnetzes mit all den damit verbundenen Tragödien, Erschießungskommandos und so weiter. Sergei Kobzev, erster stellvertretender Geschäftsführer der russischen Eisenbahnen am 6. August 2024. Na sowas, ausgerechnet jetzt, wenn die Eisenbahn das unersetzliche Transportmittel darstellt, um die notwendigen Truppen an den neuen und erwarteten Brandherd im Norden zu verlegen. Denn erinnert euch noch daran, wie ich euch im ersten Teil erklärt habe, dass sich die russische Armeeführung zu 100% darauf verließ, dass ihre rote Linien-Desinformationskampagne für immer dafür sorgen wird, dass die Amis die Ukrainer von einer größeren Invasion Russlands abhalten werden und die Russen deswegen auch irgendwie vergessen haben, dass es zwischen zwei gegeneinander kriegführenden Staaten eigentlich keine Staatsgrenzen mehr gibt, sondern nur noch Fronten, auch wenn dort gerade nicht aktiv gekämpft wird. Wie bereits eingangs gesagt, funktionierte diese heute geradezu naiv erscheinende Spitz-auf-Knopf-Strategie nur, solange sich die Ukraine an diese Regeln aus Washington auch hielt. Doch dies scheint sich nun in der Tat schlagartig geändert zu haben. Werden amerikanische Waffen in Kursk eingesetzt? Das Beste ist, wenn ich die Ukrainer über die Details ihrer Operationen sprechen lasse. Wir stehen mit unseren ukrainischen Kollegen in Verbindung, um herauszufinden, ob wir ein bisschen mehr darüber herausfinden können, was da vor sich geht. Sie waren sich dieser Pläne vorher nicht bewusst? Wir wurden davon nicht im Voraus informiert. Aber offenbar, Herr Kirby, denken Sie über mögliche Folgen nach. Es handelt sich um Territorium der Russischen Föderation. Was denken Sie, wozu das führen wird? Es ist schwierig, jetzt Schlussfolgerungen zu ziehen, bevor wir die Möglichkeit hatten, mit unseren ukrainischen Kollegen darüber zu sprechen, was sie eigentlich tun und was ihre Ziele sind. Ich will mir wirklich jedes Urteil ersparen, bevor wir diese Gespräche führen konnten. Was wir in der Tat tun und worüber ich sprechen kann, ist die fortgesetzte Unterstützung, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen im Sinne von Fähigkeiten. Es wird ein weiteres Hilfspaket geben diese Woche. Mehr Waffen, mehr Fähigkeiten, mehr Munition für die Ukraine, damit sie sich selbst verteidigen können. Vielleicht muss Biden nach seinem Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur nun keine wahltaktische Risikominimierung mehr betreiben. Oder vielleicht entstand der Plan, das Potenzial der Ukraine immer weiter zu entfesseln, als noch das Risiko eines Trump-Siegs drohte und man vor seinem Amtsantritt noch Tatsachen schaffen wollte. Vielleicht wollte Biden auch nicht als derjenige in die Geschichtsbücher eingehen, der am Ende seiner Amtszeit die Ukraine am Rande der Niederlage hinterließ. Vielleicht kam das Momentum aber auch aus Kiew, dessen Führung das Bedürfnis hatte, den Pentagon-Machos, die sie für ihre Zögerlichkeit bei der Gegenoffensive 2023 kritisiert hatten, zu zeigen, was sie alles drauf haben. Oder vielleicht war auch Folgendes der letzte Tropfen, der das Fass der Ukrainer zum Überlaufen brachte. 5. August 2024. Die Ukraine hatte die Chance, Russlands beste Kampfflugzeuge auf der Rollbahn in die Luft zu jagen. Das Weiße Haus hat Nein gesagt und jetzt ist es zu spät. Es ist eine der obersten Prioritäten der Regierung in Kiew, die russische Gleitbombenkampagne durch die Zerstörung der Bomber, der Bomben oder von beidem abzuschwächen. In diesem Sommer bot sich eine seltene Gelegenheit, der KAB-Infrastruktur einen schweren Schlag zu versetzen, als das 47. Bomberregiment der russischen Luftwaffe Dutzende Su-34 von etwa 100 in Betrieb befindlichen auf dem Luftwaffenstützpunkt Woronezh-Malchewo im Süden Russlands 100 Meilen von der Grenze zur Ukraine entfernt geparkt hatte. Woronezh-Malchewo ist ein recht gut verteidigter Stützpunkt, sodass die Ukrainer um die Erlaubnis baten, ihre besten Raketen des Army Tactical Missile Systems aus amerikanischer Produktion auf den Stützpunkt abfeuern zu dürfen. Es ist fast unmöglich, die Attack-Camps abzufangen. Aber die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat das abgelehnt. Wie bisher darf die Ukraine Attack-Camps nur auf Ziele in der von Russland besetzten Ukraine abfeuern. Die Russen beobachteten die hitzige Diplomatie bezüglich Attack-Camps und trafen die seltene proaktive Entscheidung, die Su-34 von Woronezh-Malchewo und anderen Grenzflugplätzen abzuziehen. Tja, und jetzt haben sie ihre Eskalation und es passiert nichts. Trotzdem können wir über die wahren Motive für den Dammbruch der für Washington die ganze Zeit über so wichtigen roten Linien nur mutmaßen. Andererseits könnte die Kursk-Offensive auch durchaus zu 100% mit dem Weißen Haus abgestimmt gewesen sein. Und bei der offen zur Schau gestellten Ahnungslosigkeit der Amis bei gleichzeitiger Bekräftigung ihrer weiteren Unterstützung könnte es sich einfach nur um ein Psychospielchen mit einem Spritzer glaubhafter Abstreitbarkeit handeln.
Wahrscheinlich haben wir es mit einer ganzen Mischung aus mehreren Gründen und Entscheidungsprozessen zu tun. Und letztlich sind es auch gleich mehrere Ziele, die die Ukraine mit der Kursk-Offensive erreichen wird. Politische, strategische und psychologische. Wenn sie gelingen sollte, wird der Boost für die Moral der Ukrainer und ihre Rekrutierungsbemühungen enorm sein. Den exakt gegenteiligen Effekt wird es in Russland haben. Für die meisten russischen Wehrpflichtigen war der Krieg bisher weit weg. Putin versprach, sie zu schonen und nur die vertraglich verpflichteten Glücksritter und Mopeks zu verheizen. Das hat sich nun geändert. Jeder russischen Familie, die gerade einen Wehrdienstleistenden irgendwo in der Nähe der Ukraine hat, wird nun schlagartig bewusst, dass sich der Krieg nicht nur im Fernsehen und Internet abspielt, sondern für sie selbst blutige Realität werden kann. Die nun von der Ukraine gefangen genommenen Kriegsdienstpflichtigen werden bei einem eventuellen Gefangenenaustausch einen viel höheren Verhandlungswert haben, denn im Gegensatz zu den Vertragssoldaten genießen sie das Mitgefühl der Bevölkerung. Schließlich haben sie sich nicht unbedingt aus freien Stücken für den Kriegseinsatz entschieden. Aber lasst uns die moralischen und psychologischen Auswirkungen des russischen Kursk-Fiaskos und deren Folgen lieber in einem separaten Video analysieren. Und keine Angst, ich weiß immer noch, dass es heute um Logistik geht und ihr ja noch auf den Beweis wartet, wieso gerade sie den Flaschenhals darstellt, der Russland immer stärker in seiner Verteidigungsfähigkeit einschränkt. Also passt jetzt gut auf, denn der Beweis hat es wahrlich in sich. Die Logistik des Pythagoras. Um zu verstehen, was auf Russland und seine Armee in nächster Zeit zukommen wird, müssen wir uns ansehen, wo sich eigentlich signifikante russische Reserven befinden, die zurzeit nicht aktiv in Offensivhandlungen verwickelt sind. Nun, es ist nicht besonders schwer, diese Frage zu beantworten. Nur der Süden, also die Oblasten Cherson und Saporischschja, sind die einzigen wirklich ergiebigen Quellen für ausgebildete Militäreinheiten. Es sei denn, die Russen würden die Wowchansk-Offensive oder den Donbass aufgeben, aber das werden sie wohl nicht so schnell. Gut, aber warum befinden sich die Reserven eigentlich im Süden? Nun, weil dies ja die Hauptstoßrichtung der ukrainischen Gegenoffensive 2023 war. Deren eigentliche Ziele sind ja nach wie vor gültig, weswegen dort die Russen ja mit der Sorowiki-Linie die besten Verteidigungsanlagen errichtet haben. Ihr erinnert euch sicher noch, wäre es den ukrainischen Truppen gelungen, diese zu durchbrechen, hätten sie bis zum Asowschen Meer vordringen können, die Krim von jeglicher Versorgung abgeschnitten und so den gesamten Süden als auch die Krim selbst zurückerobert. Zumindest wenn alles geklappt hätte. Aber dies wäre ja dann wohl das Worst-Case-Szenario für Putin gewesen. Und um sich gegen dieses Worst-Case-Szenario zu 100% abzusichern, konzentriert er dort logischerweise immer noch alle nennenswerten Reservekräfte. Darüber hinaus hat er wie gesagt voll darauf gewettet, dass ihn ein in den Bann seiner Reflexkontrolle gezogenes Washington vor einer breiten ukrainischen Invasion auf russisches Territorium schützt. Tja, diese Wabonk-Wette hat er ja nun ganz klar und auf ganzer Linie verloren. Und deswegen steht er jetzt vor dem Problem, dass er so viele Reservekräfte wie möglich ganz weit im Norden bei Kursk benötigt, um dort das Schlimmste zu verhindern. Und jetzt schaut euch mal die folgende Karte an. Was ihr hier sehen könnt, ist das Dilemma der Russen, dass nämlich ihre Linien für die Verlegung und den Transport von Truppen, Gerät und Material am Außenbogen der Front verlaufen, während die der Ukrainer innen verlaufen, das heißt viel kürzer sind. Um Reservekräfte aus der Oblast Cherson nach Kursk zu verlegen, müssen diese über 1000 Kilometer zurücklegen. Und Truppen, die unterwegs sind, sind keinerlei Hilfe, sondern nur eine Belastung. Denn sie müssen nicht nur versorgt und transportiert werden, sondern vor allem auch durch andere Kräfte wie die Luftwaffe und den Geheimdienst vor Angriffen und Sabotage geschützt werden. Die ukrainischen Kräfte hingegen müssen nur ein Viertel dieser Distanz zurücklegen, um zwischen den Fronten im Süden und Norden verlegt zu werden und sogar noch weniger im Falle des Donbass. Das heißt, selbst wenn sie sich aus Kursk wieder zurückziehen würden, könnten sie in viel kürzerer Zeit an einer anderen ungeschützten Stelle der Front angreifen, als die Russen in der Lage wären, darauf zu reagieren. Theoretisch brauchen die Russen also Pi mal Daumen aus logistischen Gründen im Vergleich zu den Ukrainern das Vierfache an Truppen, um an der gleichen Frontlänge massiert aktiv werden zu können. Und vielleicht versteht er jetzt das Dilemma, in dem Gerasimov steckt. Obwohl Russland über mehr als eine 500.000 Soldaten in der Ukraine verfügt, reicht es aus diesen Gründen nicht aus, um die gesamte potenzielle Frontlänge von über 2500 Kilometern so zu schützen, dass massierte Einfälle wie jetzt von Sumy nach Kursk verhindert werden könnten. Übrigens hat sich auch nun bei Kursk gezeigt, wie wertvoll deswegen Luftlandetruppen sind, beziehungsweise theoretisch wären, wenn, aber naja, gut, das ist eine andere Geschichte. Ich kann mir aber aus all diesen Gründen vorstellen, dass Gerasimov angesichts der Geheimdienstmeldungen von ukrainischen Truppenkonzentration bei Sumy einfach
keine andere Wahl hatte, als zu hoffen, dass sie schon nichts unternehmen würden. Und auch wenn schon Berichte vorlagen, dass dort Bradleys gesichtet worden waren, was ja darauf hinwies, dass es sich um die besten ukrainischen Einheiten handeln könnte, so dürfen wir nicht vergessen, dass die Ukrainer ja noch vor kurzem befürchten mussten, dass die Russen von Kursk aus nach Sumy eindringen. Davon war ja die ganze Zeit die Rede, als die Charkiw-Offensive losging. Gerasimov konnte also davon ausgehen, dass die ukrainischen Einheiten dort mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach nur in Bereitschaft stehen, um einen potenziellen russischen Angriff abzuwehren. Denn sein Dilemma besteht eben darin, dass er einfach nicht über die Mittel verfügt, auf jede potenzielle Gefahr, die dem überdehnten Riesenreich irgendwo droht, adäquat reagieren zu können. Und das, meine lieben Zuschauer, ist nun mal nicht seine Schuld, sondern die seines größten wahnsinnigen Kriegsherrn Putin. Der hat sich nun schon zum x-ten Mal verzockt mit einer Potjemkinschen Spitz-auf-Knopf-Offensive, die sich das Land eigentlich nur mit seinem Erbe aus Sowjetzeiten leisten kann, eigentlich aber gar nicht mehr. Genauso wie er sich eigentlich keinen Krieg gegen ein großes und innovatives Land wie die Ukraine leisten kann, wenn allein seine Luftverteidigung so überdehnt ist, dass er die Schlüsselindustrien, die Schlüsselinfrastruktur und sogar strategisch elementare Militärflugplätze nicht schützen kann. NASA-Satelliten zeichnen Großbrände auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Morozowsk auf. Am frühen Samstag, dem 3. August, haben ukrainische Streitkräfte den Luftwaffenstützpunkt Morozowsk in Russland angegriffen. Wie auf den Satellitenbildern zu sehen ist, erschütterten Explosionen das gesamte Gebiet des Flugplatzes. Der Luftwaffenstützpunkt Morozowsk in Russland leuchtet wie ein Weihnachtsbaum auf den NASA-Brandkarten, so Tenda. 9. August 2024. Notstand in der russischen Region Lipezk. Evakuierungen angeordnet. Militärflugplatz getroffen. Stromausfälle. In der etwa 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernten russischen Oblast Lipezk wurde der Ausnahmezustand ausgerufen, nachdem in der Nacht ein massiver Drohnenangriff einen Großbrand auf einem Militärflugplatz und weitere Detonationen verursacht hatte. 10. August 2024. Die Ukraine ist entschlossen, den Luftwaffenstützpunkt Khalino zu zerstören, der nur 50 Meilen von der Frontlinie der ukrainischen Überraschungsinvasion in Russland entfernt liegt. Ich war mir bisher bei kaum einer anderen Prognose so sicher als bei der Vorhersage, dass die Frequenz der ukrainischen Angriffe auf wichtige russische Ziele sowohl auf See als auch aus der Luft als auch wie jetzt bei Kursk am Boden und im Rahmen kombinierter Gefechtsführung nur noch eine Richtung kennen wird. Die Sicherheitslage für die Russen kann nur noch schlechter werden, und zwar immer schneller und mit katastrophalen Folgen. Ihre Schwierigkeiten, alle potenziellen Ziele effektiv zu verteidigen, gehen bereits jetzt gegen Null. Allein das Triggern der gewaltigen Truppenverlegung durch die Kursk-Operation wird nur der erste Streich in einem Katz-und-Maus-Spiel sein, mit dem die Ukrainer die Russen in eine logistische Albtraum-Abwärtsspirale schicken. Und die Blaupause dafür entstand im Grunde genommen bereits im Sommer 2022, als die Ukrainer die schnelle Verlegung russischer Verstärkungen mit Hilfe von GMLRS unterbunden haben. Und das führte damals zu ihren bisher größten Rückeroberungserfolgen bei Charkiw und Cherson im Herbst 2022. Mit der Kursk-Offensive konfrontiert, stehen die Russen nun wieder vor einer ähnlichen Situation, nur noch schlimmer als damals, da die Ukrainer nun Attack-Games mit viel höheren Reichweiten auf alle Bahnstrecken in der besetzten Ukraine feuern können. Und ihr werdet sicherlich einwenden, aber sie können mit den Attack-Games doch gar nicht auf russisches Gebiet feuern. Tja, das haben sie gar nicht nötig. Schaut euch mal diese Karte an. Auf dieser Karte seht ihr die Transitzonen für die russischen Reservetruppen und die Gebiete, die ukrainischem Raketenbeschuss ausgesetzt sind. Wohlgemerkt, es dauert mehr als eine Woche, Einheiten per Bahn von Cherson nach Kursk zu verlegen. Eine lange Reise wie auf einem Servierteller. Vor allem lang genug, um von ukrainischen Raketen ins Visier genommen zu werden. Oder gar F-16. Ich meine, wie war das nochmal mit den Luftverteidigungsanlagen auf der Krim, die den Süden schützen sollten? Gibt's da noch welche? Tja, Shaping is a bitch. Apropos Shaping, als die Russen angefangen haben, eine Ersatzbahnstrecke in der Südukraine redundant zur Kertschbrücke zu bauen, wurde dies ja zunächst als großes Problem für die Ukraine angesehen. Aber wie sich nun zeigt, könnte sie dank der Attack-Games für die Russen eher zu einer Todesfalle werden. Die russischen Streitkräfte werden ihre Truppen aus dem Süden zunächst mit Autos zum Zug bringen müssen, dann ihr schweres Gerät außerhalb der Reichweite von HIMARS auf die Waggons setzen und dann beten, dass sie auf ihrer langen Fahrt von der Südukraine nach Kursk nicht von Attack-Games und Drohnen auseinandergenommen werden. Und erinnert ihr euch noch an das hier?
25. Juli 2024. Ukraine zerstört Putins letzte Eisenbahnfähre auf der Krim. Tja, auch das sieht nun wie eine Shaping, also Vorbereitungsmaßnahme für Kursk aus. Nun muss Budanov nur noch darauf warten, bis die Russen einen Zug voller hochexplosiver Munition über die Kertschbrücke schicken müssen, weil sie keine andere Möglichkeit mehr haben. Und dann bumm. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Russen so schnell wie möglich 50 bis 100.000 Mann in Kursk brauchen, um die Front dort zu stabilisieren. Sie brauchen dort auch alles andere, vor allem viel schweres Gerät, Munition und Bomben für ihre Luftwaffe. Ich denke, das eigentliche Ziel des strategischen Überfalls der ukrainischen Streitkräfte auf das Gebiet Kursk ist es, einen systemischen Zusammenbruch des russischen Eisenbahnsystems herbeizuführen, um eine Reihe weiterer ukrainischer Offensiven vorzubereiten. Nun ja, ich denke, wir können bereits jetzt sagen, dass es sich bei der Kursk-Offensive nicht nur um eine klassische Multi-Ziel-Operation handelt, sondern vor allem, dass im Gegensatz zur Kharkiv-Offensive der Russen die Pläne der Ukrainer, wie diese Ziele zu erreichen sind, durchaus realistisch aussehen. Denn wie mittlerweile eigentlich der letzte Experte erkannt haben sollte, spricht vieles dafür, dass die Russen mit der fatalen Fehlentscheidung zu ihrer Kharkiv-Offensive den Ukrainern nicht nur die Erlaubnis der USA für Heimatsangriffe auf russisches Territorium besorgt haben, sondern auch die zur jetzigen Invasion. Der Einmarsch der Ukraine in Kursk steht im Einklang mit unserer Politik und wir haben die Ukraine von Anfang an dabei unterstützt, sich gegen Angriffe zu verteidigen, die über die Grenze kommen und auch dabei zurückzufeuern. Sie ergreifen also Maßnahmen, um sich vor Angriffen zu schützen, die aus einer Region kommen, in der sie im Rahmen der US-Politik operieren können. Sie wissen schon, unsere Waffen, unsere Systeme, unsere Fähigkeiten. Damit ist nun die richtige Jagdsaison eröffnet und die flinken ukrainischen Jäger auf ihren kurzen Kommunikationslinien werden den schwerfälligen russischen Mammut so lange von einem Brandherd zum anderen treiben und so viele Speere in seine dicke Haut rammen, bis dieser von selbst zusammenbricht. Und seine wohl schwächste Achillesferse ist dabei ganz genau die Eisenbahn. Nun ja, ich denke, dass alle Zuschauer, zumindest in Deutschland, dies sehr gut nachvollziehen können. Aber täuscht euch nicht, denn gegenüber den Verhältnissen in Russland wirkt die deutsche Bahn wie die schweizerische. Also schauen wir uns doch nochmal ganz schnell an, welches gewaltige Infrastrukturdilemma die Ukrainer den Russen gerade bei Kursk eigentlich eingebrockt haben. Ein Dilemma, das deren Kriegslogistik immer mehr einschränken wird und sogar zu einem natürlichen Ende des Krieges führen könnte. Stellt euch vor, es ist Krieg. Und die Bahn fährt niemanden hin. Die Eisenbahnlogistik der russischen Armee befindet sich heute in einem so schlechten Zustand wie noch nie. Und das Problem sind bei weitem nicht nur die immer stärker verschlissenen und immer schwerer zu ersetzenden Wälzlager. Ein Zuschauer kommentierte unter dem ersten Teil dieses Videos, dass die von den Ukrainern eingenommenen Ortschaften in der Oblast Kursk strategisch ebenso wertlos seien wie die von mir erwähnten Kuhdörfer, die Russen im Donbass einnehmen. Aber dem ist nicht so. Die ukrainischen Streitkräfte können nun nämlich die Versorgungslinien zwischen den Eisenbahnknotenpunkten Lgov und Belgorod und Lgov und Worozhba physisch unterbinden. Dazu muss man wissen, dass sich die beiden wichtigsten Eisenbahnknotenpunkte für die Verlegung und Versorgung der russischen Besatzungstruppen in Belgorod und im Süden in Rostow am Don befinden. Wie gesagt, wurde der Rangierbahnhof von Belgorod nun vom Norden her abgeschnitten, sodass alle Züge umgeleitet werden müssen. Und wie der US-Logistikexperte Trent Telenko bemerkte, war eine derart gravierende Umleitung des Zugverkehrs in Russland seit 1941 nicht mehr notwendig. Falls es den ukrainischen Truppen gelingen sollte, weiter vorzurücken, könnte außerdem das Kursker Kernkraftwerk, das die Hauptstromversorgung für die ganze Oblast sicherstellt, bald vom russischen Stromnetz abgeklemmt sein. Was wir nicht vergessen dürfen, Russland ist riesengroß und Strom kann nicht über beliebige Distanzen transportiert werden, ohne dass dabei ein Großteil der Energie verloren geht. Für die Operationsfähigkeit des russischen Militärs in der Ukraine ist eine stabile Stromversorgung in Südrussland jedoch unabdingbar. Wieso, das werdet ihr gleich sehen. Das Problem ist nämlich, dass das KKW Rostow am Don einen von zwei Reaktoren durch einen Wartungsschaden verloren hat. Das heißt, wenn nun so viel Atomstrom vom Netz geht, wird die Stabilität des Stromnetzes in Südrussland an ihr Limit gepresst. Mit diesem Grad an Verwundbarkeit wird es zu einem hochgradig attraktiven Ziel für Angriffe, zum Beispiel mit Drohnen. Und wenn man bedenkt, dass sage und schreibe 70% der russischen Eisenbahnlokomotiven elektrisch angetrieben werden, muss man einfach nur eins und eins zusammenzählen. Der Hauptstützpfeiler und gleichzeitig die größte Achillesferse der Mobilität der russischen Armee
hängt am seidenen Faden. Und ein wichtiger Schlüssel dazu liegt eben in der Region Kursk. Und überlegt doch mal, was ihr noch vor einer Woche gedacht hättet, wenn ich euch den folgenden, heute jedoch vollkommen einleuchtenden Satz gesagt hätte. Es ist eine Tatsache, dass die durch die ukrainische Invasion verursachten Flüchtlingsströme der russischen Zivilbevölkerung, die nun aus dem Gebiet Kursk evakuiert wird oder in Massen flieht, die Situation nicht gerade besser macht. Sie flüchten hauptsächlich mit ihren PKW und tanken sie natürlich erstmal am Abfahrtsort ordentlich voll. Damit saugen die Zivilisten die örtlichen Tankstellen und Treibstofflager leer. Tja, so schnell kann sich die Lage ändern und zuspitzen. Und wenn ich vorhin von einer Spitz-auf-Knopf-Offensive der russischen Armee sprach, so gilt dies für so gut wie alle Bereiche. Ihr erinnert euch sicher noch an das Paletten-, Gabelstapler- und LKW-Anhängerverbot, nicht wahr? Das ist ja sowas wie mein persönlicher Running-Gag, wenn es nicht die Realität im russischen Militär wäre. Nun, haltet euch fest, die glorreichen Streitkräfte der Russischen Föderation verfügen wohl aus den gleichen Gründen der Putschsicherung auch nur über eine sehr überschaubare Zahl von Tanklastern. Der Großteil ihres Treibstoffs bekommen sie per Bahn. Und ihr seht schon, da scheint sich ein ziemlich schöner Teufelskreis aufzutun. Erinnert ihr euch noch an die ersten Wochen des Krieges, als dem russischen 40-Kilometer-Konvoi, der auf Kiew zog, der Treibstoff ausging, sodass die Ukrainer ihn genüsslich zerpflücken konnten? Nun, die gleiche Situation droht nun nicht nur den nach Kursk anrückenden Verteidigern, sondern generell überall, wo die Ukrainer nach diesem Schema zuschlagen können. Kursk ist also viel mehr als nur eine kurzfristige Operation zur Erreichung bestimmter strategischer Ziele. Es ist eine Blaupause. Die Blaupause für den perfekten und kostengünstigen Speer, von denen die Ukraine wohl schon etliche hergestellt hat und die sie nun einen nach dem anderen in den russischen Mammut rammen wird. So, und jetzt kommt quasi für euch, die ihr so lange bis zum Ende dieses Videos durchgehalten habt, der große Mega-Plot-Twist. Ich habe am Anfang ja davon gesprochen, dass im Rahmen der Kursk-Offensive vor allem die hervorragende OPSEC im Vorfeld, also die Geheimhaltung ihrer Vorbereitung, hervorsticht. Tja, was wäre, wenn auch dies nur die Spitze eines viel gewaltigeren OPSEC-Eisbergs wäre? Quasi einer gewaltigen Verschwörung, die bereits an der Donbassfront begann und auf einer amerikanischen Täuschungstaktik aus dem Zweiten Weltkrieg beruht. Im Januar 1944 wurde der Sonderverband der US Army 23rd Special Troops zur aktiven Täuschung der deutschen Wehrmacht zusammengestellt. Nachdem ihre Existenz noch nach dem Krieg jahrzehntelang geheim gehalten wurde, wurden sie erst ab den 2000er Jahren unter dem Namen Ghost Army, also Geisterarmee, einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Sie stellten zum Beispiel aufblasbare Attrappen von Panzern und Geschützen auf, setzten falsche Funksprüche ab und spielten sogar Geräusche von Kriegsgerät und Truppenbewegungen aus großen Lautsprechern ab, um die deutsche Aufklärung über die Position alliierter Einheiten zu täuschen. In der Regel täuschte die Geisterarmee dabei die Anwesenheit einer tatsächlich existierenden Militäreinheit vor, die zum jeweiligen Zeitpunkt aber anderswo im Einsatz war. Unter Verwendung der verschiedenen Täuschungsmittel konnten die rund 1100 Soldaten der 23. Spezialeinheit eine Truppe von bis zu 30.000 Mann simulieren. So, und was wäre, wenn die Ukraine diese Taktik nun in einem viel größeren Maßstab angewandt hätte, um die russischen Kräfte sogar auf strategischer Ebene in die Irre zu führen? Es gibt eine derzeit noch Minderheit von Analysten, die glauben, dass die Schwäche der ukrainischen Verteidiger im Donbass vor allem das Ergebnis der weitreichenden strategischen Entscheidung der Kiewer Führung war, die meisten Einheiten der zweiten Linie hinter einer Geisterarmee an die Front zu schicken. Das heißt, die russische Aufklärung wurde die ganze Zeit über glauben gemacht, dass sich viel mehr ukrainische Topkräfte im Donbass befinden, als dies tatsächlich der Fall war. Und im Schatten dieser Geisterstrategie konnten die Eliteeinheiten dann auf die ganz große Operation vorbereitet werden. Die Einschließung der Achse Kursk-Belgorod. Falls diese Theorie zutrifft, geht es nun nicht mehr nur um Kursk und das dortige Kernkraftwerk. Dies wäre nur einer von vielen Schlüsseln, um die Energie- und Mobilitätskrise in Südrussland auszulösen. Nein, es ginge auch um Belgorod und um die Truppen, die dort bereits stationiert sind bzw. dorthin gelockt werden sollen. Schon der jetzige Überfall auf Kursk zwingt die Russen, ihre unzureichenden lokalen Reserven zu strecken, was ideale Bedingungen schafft für einen ukrainischen Vorstoß auf die Westflanke von Belgorod. Falls es den Ukrainern gelänge, die russische Transportkette
Transportkrise im richtigen Moment auszulösen und die dann dort stationierten russischen Truppen von eventuell 100.000 Mann von einer adäquaten Versorgung abzuschneiden. Man erinnere sich nur an deren Wassermangel im Sommer. Und einzuschließen, dann wäre dies ein Husarenstreich, wie er das letzte Mal Guderian im Blitzkrieg in Nordfrankreich gelang. Und dann säße Putin ohne strategische Reserven da, was auch den Süden wieder exponieren würde. Aber mit dem und der Krim beschäftigen wir uns dann im nächsten Video. In der Tat versuchen die Russen nun panikartig irgendwie zu ermitteln, wie groß die ukrainische Armee eigentlich ist, welche ihre Einheiten sich wo befinden und wo sie demnächst angreifen könnten. Ein Unterschied wie Tag und Nacht gegenüber der 2023er Offensive und ein Zeichen dafür, dass die Ukrainer ihre Reihen perfekt von Verrätern, Freiwilligen wie Unfreiwilligen, gesäubert haben. Damit ist der Beweis erbracht, dass das Primärmotiv für die Einwechslung Syrskis, von dem ich damals in einem eigenen Video berichtet habe, vollständig erfüllt worden ist. Nämlich der Generationswechsel im Offizierskorps, den sein Vorgänger Saluzhnin nicht so rigoros wie von Selenskyj gewünscht vorantrieb. Um alle alten Sowjetzöpfe abzuschneiden, die alte Denke und minderwertige Manieren auszutreiben und die von den USA übernommenen Methoden und Protokolle zur Planung, Kommunikation und Geheimhaltung lückenlos umzusetzen. Die Früchte dieser Arbeit werden wir nun bewundern können. Alle Details dahinter werden wir aber im Idealfall erst in ein paar Jahrzehnten erfahren, so wie das Geheimnis der 23. Spezialtruppe. Aber keine Angst, es gibt auch so noch genügend Details, die jetzt schon ans Tageslicht kommen. Und zwar schon in meinem nächsten Video. Ihr könnt euch also ruhig schon mal darauf freuen. Übrigens habt ihr mich mit eurer Abo-Welle im ersten Teil dieses Videos derart motiviert, dass ich den zweiten Teil noch am selben Tag geschrieben und aufgenommen habe. Also vielen Dank für all die Energie, die ihr mir gebt. Ich meine natürlich ihr und Holy. Tja, und weil es so schön war, habe ich heute eine neue Challenge für euch, mit der ihr mich nochmal anspornen könnt. Teilt dieses Video bitte doch mit so vielen Freunden und auch in so vielen Gruppen wie nur möglich. Gerne auch außerhalb eurer Bubble, um auch dort meine wilden Theorien und Prognosen ausgiebig zu diskutieren. Das solltet ihr übrigens auch hier im Kommentarbereich, denn mich interessiert durchaus, was ihr von der eben skizzierten Theorie haltet. Glaubt ihr, dass es bei der Kursk-Offensive um viel mehr geht, als die meisten Analysten derzeit noch glauben? Könnte es sich wirklich um einen strategischen Geniestreich nach der Art der deutschen Blitzkriege handeln? Und was denkt ihr, was mit Russland und Putin passiert, wenn es einen derartigen Schlag bekommen würde? Oder glaubt ihr, eher an die Theorie des Mammuts, das mit 1000 Speeren und flinken Füßen totgejagt wird? Hat Gerasimov überhaupt noch eine Chance, diese Entwicklung abzuwenden, selbst wenn er